mindestens 8, sind Schauspielerinnen versammelt, die für viele Zuschauer zu den schönsten Frauen der Welt zählen. Nicht nur Sandra Bullock, 53, und Anne Hathaway, 35, glänzten dann auch bei der Premiere des Streifens in New York City. Bullock erschien in einem goldenen Dress von Elisab mit Fransen an den Schultern. Die lange, ärmellose Robe mit dem tiefen Ausschnitt bestach in der unteren Hälfte durch transparenten Stoff. Noch aufregender fiel das Kleid von Anne Hathaway aus. Die Schauspielerin trug eine extrem weite schwarz-weiß-goldene Neckhäuterrobe von Jean-Paul Gaultier, die ab der Taille mit Mustern überzogen war. Große runde Ohrringe in goldenen als Accessoires. Cate Blanchett, 49, zeigte sich bei der Filmpremiere in einem dunklen Missoni-Anzug, Bläser und Hose waren mit funkelnden Steinen versehen. In einem grellen Grün leuchtete dagegen ihr Oceans 8, Kuschta Sarah Paulson. Die 43-Jährige präsentierte ein ärmelloses Fransenkleid von Prada, während Helena Bonham Carter, 52, auf eine schwarze Robe mit Beinschlitz von Vivienne Westwood setzte. In einer dunklen Robe erschien zudem Mindy Kaling, 38, die für den großen Tag von Prabalgurung eingekleidet wurde. Awkwafina legte einen Auftritt in einem weißen buddenlangen Outfit von Rem Akra hin. Superstar Rihanna, 30, ist ebenfalls in Oceans 8 zu sehen und versprühte auf der Premiere Glamour in einer lila, asymmetrischen Givenchy-Robe, von der Stoffbahnen in Glocken vom nach unten hängen. Darum geht's in Oceans 8. Oceans 8 läuft am 21. Juni 2018 in den deutschen Kinos an. Fast 6 Jahre plante Debbie Ocean, Sandra Bullock, darin ihren größten Coup. Dazu braucht sie das bestmögliche Team, allen voran ihre Komplizin Lumière, Cate Blanchett. Gemeinsam rekrutieren die beiden weitere Spezialistinnen, Juwelierin Amita, Carling, Trickbetrügerin Constanze, Awkwafina, Hela-Expertin Tammy, Paulson, Hackerin Einball, Rihanna, und Modedesignerin Rose, Bonham Carter.